Entschuldigung, ich hätte gerne ein paar Diamanten. Waren wir hier schon? Ne, das ist Lava, die da leuchtet. Gut, Uran und Tellurium. Ich finde es schön, dass die immer nebeneinander spawnen. So. Oh, hallo. Rockhive. Da gibt es Bienen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ein Diamant und noch mehr Diamanten. Oh, wie schön. Das reicht uns, um nach Hause zu gehen. Andererseits, wenn wir schon mal hier sind. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Dann machen wir uns heim. Wow. Ja. Kommen wir jetzt hier irgendwo wieder raus? Das ist die große Preisfrage. Ich habe gehört, man kann sich unter Umständen in Höhlen auch schon mal verlaufen. Das ist das sogenannte Maschinengewehrmesser. Pilze lassen wir Pilze sein. Da geht es irgendwo lang. Das nochmal Lapis. Oha. Was hat uns denn da jetzt? Waren das wieder Bienen? Das auch nochmal Lapis. Das holen wir uns noch mit. So, sieht doch gut aus. Wie kommen wir wieder nach oben? Irgendwo müssen wir hier aus der Wand gepurzelt sein. Oh, das passiert immer. Also es war auf jeden Fall hier die Ecke, das weiß ich. Irgendwo muss da ein Schlitz in der Wand sein, wo wir rausgepurzelt kamen. Vielleicht hier? Hier waren wir gerade. Da. Nein. Hier in der Ecke. Da. Yeah. So, dann kommen wir wieder nach Hause. Yeah. Oh. Da kriegen wir jetzt ein bisschen Obsidianstaub, wenn wir das Vieh killen. Ich dachte gerade, wenn da jetzt Diamanten gehangen hätten, dann wäre ich kotzend im Kreis gelaufen. Hallo? Irgendjemand? Niemand? Okay. So, und das nochmal hier hin. Dann können wir hier noch ein bisschen weiter bauen. So, und ich weiß, da hängen jede Menge Rohstoffe noch rum, die wir aber jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Deswegen schnellstmöglich nach Hause, um schnellstmöglich weiterbauen zu können. Und ich muss sagen, ich bin dann doch überzeugt von meinem Schwert, was ich da gebastelt habe. Ich hatte anfangs so meine Zweifel, aber hey, jetzt ist es schon sehr, sehr gut. Die 20% Angriffsgeschwindigkeit noch da drauf. Und dann könnten wir uns rein theoretisch auch mit einem Golem anlegen. Und auch so ein Enderman wird kein Problem mehr sein. Aua! Was passiert hier? Oh Gott. Wir wären so tot gewesen. Wir wären so tot gewesen.
essen wir uns mal satt. Und da hinten ist ein Basalz. Verstecken wir uns mal im Schrank. Komm her. Und schlafen soll ja auch sehr gut sein in so einer Situation. Und während dem Schlafen essen wir uns noch satt. Ganz zauberhaft. Yeah. So, was wir jetzt machen könnten, ist vielleicht die Spitzhacke reparieren mit einem Diamanten. Das funktioniert nicht. Wir müssten uns jetzt einen Amboss bauen. Das machen wir aber nicht. Ich glaube, dass es hier an der Stelle wirklich sinnvoller ist, dieses Zombieherz wegzuwerfen und das Rotten Flesh und die Strings. Wobei, die Strings behalte ich mal. Vielleicht brauchen wir die noch. Bones. Uninteressant. Aber wir machen uns jetzt eine neue Spitzhacke. Eine Diamantspitzhacke. Zack. So. Die Diamantspitzhacke, die würde ich jetzt mal... Was schmeiße ich denn jetzt weg, verdammt? Da diese hässliche Holzaxt, die brauchen wir eh nicht. So, und jetzt können wir nämlich eine Quarry machen. Shapecard Quarry. Da brauchen wir noch die Schaufel aus der Kiste. Shapecard Quarry. Zack, die haben wir schon mal. Nein. Bitte mit dieser Spitzhacke. Jawohl. Und haben wir noch 8 Glas? Ich glaube schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann können wir die nämlich direkt zur Clearing Quarry aufwerten. Zack. So. Shapecard haben wir. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Enderperle. Und dann kann eigentlich das große Buddeln losgehen. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir eine Enderperle her? Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Wir machen uns jetzt erstmal eine Axt. Woraus mache ich die denn? Mache ich die vielleicht aus Ingwer? Warte mal. Breitaxt. Kopf. Was ist das? Schad. Axtkopf. Wir könnten uns direkt eine richtig... Genau. Ich habe voll die Idee. Passt auf. Das wird so cool. Die brauchen wir. Dafür können wir das erstmal wegpacken. Und dann packen wir auch noch die da weg und das da und... Komm, Cobblestone weg. Cobblestone weg. Dann hätte ich gerne diese 4 Blöcke. Und dann hätte ich gerne das hier mal abgebaut. Yeah. Und dann gehen wir hin und machen einmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dreimal hier Bricks und dann machen wir Block, 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 Block. 1, 2, 3 und Toolstation. Abgegradet zu einer Toolforge. Und in der Toolforge können wir jetzt größere Werkzeuge herstellen, wie zum Beispiel eine Lumber-Axe. So, für die Lumber-Axe brauchen wir, gucken wir gerade nochmal nach, wir brauchen Tough Tool Rod, Broad Axe Head, Large Blade und Tough Binding. Das kriegen wir alles hin. Wir machen erstmal das da. Material Cost 8. Das ist schon hart. Dann bin ich am Überlegen, aus welchem Material wir das machen. Vielleicht aus Silber? Man weiß es nicht. Könnten eigentlich mal ein bisschen Silbererz einschmelzen.
Zack. Oh, und ich sehe, wir brauchen bald wieder Lava. Und ich habe immer noch keine Cobblestones mitgenommen, weil ich doof bin. So. Was wir jetzt hier tun können, ist das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stone Large Plate. Haben wir noch ein bisschen. Oh ja. Aluminium Brass Ingots haben wir auch noch. Dann können wir mal gerade eine draus machen. So, wir haben zwei Blöcke Silber. Und welches Material das jetzt tatsächlich ist, ist bei der Axt schon fast egal. So, dann tun wir diese Platte mal hier rein. Dann machen wir uns eine Plattencast von. Und die Platten, die brauchen wir auch auf jeden Fall in mehrfacher Ausführung. Und dann können wir jetzt mal eine Silberplatte machen. So, und dann gleichzeitig hier schon mal. Was brauchen wir da noch? Für die Lumber X einmal diesen Breitkopf. Da. Und das Ding brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht gießen an der Stelle, sondern wir machen das einfach aus Obsidian. Nicht da, sondern hier. Zack, 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 zack. Ah, das braucht auch 8. Okay, wir machen Folgendes. Wir machen uns jetzt nochmal hier ein paar davon. Die packen wir hier rein. Dann machen wir hier ein Toolbinding. Materialkosten 3. Dann machen wir das Toolbinding aus Obsidian. Extra Durability 90. So, jetzt haben wir schon mal zwei Teile davon. Den Axtkopf. Woraus machen wir den? Wir haben hier noch Silber drin, ne? Axtkopf. Und was haben wir denn da? Kupfer. Magma Slime. Haben wir hier vielleicht noch Energetic Alloy? Können wir noch nicht. Molten Redstone Alloy. Woraus machen wir denn die Molten Redstone Alloy? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Sold. Fake Iron. Das ist halt immer so ein bisschen interessant, aus was man dann diese Sachen macht. Squeaky. Iron. Netherrack. Kobalt. Ardite. Bronze. Ich glaube, wir machen mal was aus Bronze. Für Bronze brauchen wir dreimal Kupfer, einmal Zinn, also brauchen wir. Oh je. Ich habe schon wieder Unordnung. Was soll denn das? Das kann da rein. Das können wir. Nee, das kommt woanders hin. Den Kopf können wir da rein tun. Der ist eigentlich total unnütz. Die Diamanten da rein. Obsidian da rein. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einmal Zinn als Erz. So. Die Sachen können auch weg. Okay. Das da rein, das da rein. Das müsste jetzt relativ schnell gehen.
Ich hoffe, dass sich hier nichts mit dem Silber mischt. Aber wir müssten jetzt 8 Bronze bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Bronzy. Perfekt. Oh, jetzt haben wir natürlich hier das noch vergessen. Das können wir da noch mit reinpacken. Da müssen wir nämlich erst die Cast von machen. Head Pattern. Zack. Und zack. Da machen wir uns auch noch eine eigene Kiste für die ganzen Casts. Da machen wir nämlich eine sogenannte Casting-Show draus. Aluminium Brass, passt. So. Jetzt haben wir unsere Backform. Und dann haben wir Bronze. Und dann machen wir uns einen Bronze-Axtkopf. Und beißen hier nochmal schön in die Spitzhacke rein. Und dann können wir die nochmal reparieren. Dann ist sie wieder komplett ganz. So, Bronze-Axtkopf, check. So, was wir jetzt haben, ist Kopf, Binding, Platte. Jetzt brauchen wir nur noch eine Handle und die Handle, die können wir aus Holz machen. Tough Tool Rod, da haben wir es. So, Holz. Oak Wood. Machen wir einfach so. Und die Wood Shards, ganz ehrlich, schmeißen wir in die Tonne. Und dann bauen wir uns das Ding mal zusammen. Breitaxt. Einmal Platte, einmal Kopf, einmal Tool Rod und einmal Binding. So, Durability haben wir schon 910. Mining Level Diamond, Mining Speed 2,01. Das Ding macht sogar 8,5 Schaden, wenn wir damit irgendjemanden hauen. Was schon ziemlich heftig ist. Bronze, Silber, Lumberex. Und jetzt würde ich ganz gerne mal gucken, ob wir nicht irgendwo einen Enderman erblicken. Dann können wir den nämlich mal runterprügeln. Natürlich in der letzten Nacht einen gesehen, jetzt sehen wir natürlich keinen. Schade. Schade. Es ist gerade wieder ein bisschen dunkel, ne? So. Kurzen Prozess mit dem gemacht. Da sind Creeper. Aber Enderman sehe ich keine, verdammt. Muss nur mit den Skeletten aufpassen, weil die sind nämlich echt fies. Da hinten läuft ein Golem rum. Und alles voller Skelette. Enderman an Kasse 7. Enderman bitte. Das klappt ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay.
Also es wäre halt ganz fantastisch, wenn wir jetzt einen Enderman kriegen würden, ne? Das würde mich schon technologisch sehr, sehr weit nach vorne bringen. Oh, hallo. Kommen Sie doch mal her. Aua. Hauptsache noch mal geschossen. Ach, der war das wahrscheinlich. Okay, also auch die sind jetzt nicht mehr so das große Problem. Andy, der Enderman. Warum schlage ich den eigentlich so weit weg? So. Und ich sehe schon kommen, ich finde gleich tatsächlich einen Enderman und werde sterben. So sieht's mal aus. Oh. Komm her. Der meinte echt. Könnte hier eine Taktik auspacken. Aber nicht mit dem Commander. Denn das ist ein Dorf. Das ist schön. Da haben wir eine quasi niemals versiegende Quelle an Smaragden. So, Enderman, hallo. Das gibt's doch nicht. Sind die etwa ausgestorben? Aha. No, das war mir so klar. Oh Gott. Okay, es nützt nichts, ich muss schlafen. Ja, mach du mal. Ich muss leider schlafen. Meine Ausrüstung bringt ja mal gerade gar nichts. Also wir haben den gut runtergeknüppelt, ne? Aber ja, folge mir einfach mal. Und da beamt er sich weg. Oh, nicht. Da unten ist er noch. Wo genau war mein Grab? Ich glaube, das war hier irgendwo. Da sind die Bienchen. Wo genau? Ich glaube hier oben, ne? Da ist der Grabstein, genau. Wo natürlich jetzt ein Skelett draufsteht. Was soll das? Geh weg. Lass meine Sachen in Ruhe. Sonst werde ich hier von meinem eigenen Skelett hier getötet. Das geht nicht. Yay. So, da haben wir wieder ein paar Sachen im Inventar. Ich hätte gerne das Schwert ausgerüstet. Und sehen wir den Enderman vielleicht noch irgendwo? Der stand doch hier im Schatten, oder?
Enderman bei Tag fangen ist halt nicht möglich eigentlich. Weil die sich wegteleportieren, sobald die das Sonnenlicht berühren, beziehungsweise in Kontakt mit Sonnenlicht kommen, so. Die beamen sich dann irgendwo hin, wo sie Schatten haben. Vielleicht ist da oben was? Ein schattiges Plätzchen. Hier ist man nichts. Also, Mr. Enderman. Mr. Enderman. Ist leider weg. Verdammt. Wir brauchen mehr Rüstung. Wir brauchen mehr Rüstung. Ist halt schade, ne? Aber hey, was willst du machen? So, dann machen wir uns wieder in die Basis, würde ich sagen. Und gucken mal, was wir dann jetzt als nächstes Wildes ausführen. Ist auch ein schöner Berg, ne? Gut, also die erste Enderperle ist natürlich immer ein Krampf, ne? Da geht's ganz schön runter. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn er sich bei uns in die Basis geportet hätte oder so. Aber so viel Glück haben wir natürlich nicht. Nö. Gut, was halt sau ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass ich alles zusammen habe, außer die eine Enderperle. Axtkopf kann dahin, dann können wir hier noch einen Silberbarren gießen. So. Das braucht noch ein bisschen Eisen hier rein. Ingwer da rein. Ingwer. Könnten wir gucken, ob da hinten unter diesem Aua. Vorsprung vielleicht noch ein Andy ist. Da an den Bienen vorbei. Vorsichtig, aua, und da werden wir direkt gestochen, war klar. Ne, hier ist keiner. Dann machen wir uns doch jetzt wieder ab. Ignorieren die Spinne. Das sind unusual bees. Also mit den Bienen, das würde ich auch ganz gerne machen. Das soll wohl wirklich mit sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Farming verbunden sein, aber ich würde es zumindest mal anschneiden, das Thema, weil ich es doch sehr, sehr interessant finde, tatsächlich. Da hinten ist nochmal so ein Höhlenvorsprung, da könnten wir vielleicht, also wir laufen jetzt mal noch ein bisschen rum, bevor ich hier gleich auch zum Folgenende bzw. Aufnahmenende komme erstmal. Schön wäre es halt, wenn ich den Bilderblock am Laufen hätte, bevor wir die Aufnahme beenden. Weil dann kann er schon mal eine Höhle ausheben. Apropos eine Höhle ausheben, was haben wir denn hier? Das sieht ziemlich schluchtig aus. Komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich mich über diese Geräusche freuen kann. Was ist das?
Okay, es ist weg. Das war strange. Sehr, sehr merkwürdig. So, Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Oh. Haben wir die Axt schon ausprobiert? Wir haben die Axt noch gar nicht ausprobiert. Wir haben die gebaut, aber wir haben sie nicht ausprobiert. Hoho. Ein schönes Gelände hier. So, ich hoffe natürlich jetzt die ganze Zeit, dass hier irgendwo ein Enderman steht, aber ich glaube, dieser Wunsch wird mir nicht erfüllt. Wir probieren mal die Axt hier an dieser Stelle aus. So. Dann macht er zwei draus und hier. Bäm. Fällt er einfach mal den ganzen Baum. So, Eukalyptus-Saplings. Leider hat er da oben zwei Blöcke übersehen. Und dummerweise. Da ist auch noch ein Stück. Ich will halt so eine Ruine dann auch nicht hier stehen lassen. Jetzt geht's weg. Okay. So, dann nehmen wir mal das ganze Holz mit. Also wir können damit Bäume am Stück fällen. Wie zum Beispiel den hier. Flupp. Komplett weg. Und das ist sehr, sehr hilfreich, gerade bei diesen größeren und verwachseneren Bäumen. Wie zum Beispiel, Eukalyptus war jetzt nicht gerade das Paradebeispiel, wie es funktioniert. Deswegen lasse ich den mal stehen. Aber grundsätzlich funktioniert das schon ganz gut. So, was ich ganz gerne in den nächsten Folgen machen würde, ist einen Enderman finden und zur Strecke bringen vor allen Dingen. Das wäre ganz fantastisch, wenn mir das gelingen würde. Und wir könnten hier eine Brücke über dieses Tal bauen. Das wäre schön. Das würde mir gefallen. Geronimo! Ups. Ich würde gerne da hoch, bitte. Please. So. Und hüpf, hüpf, hüpf. Kein Enderman zu sehen. Manu. Und hin und wieder sollte hier mal ein Schleim runterfallen und dann kriegen wir hier auch Schleimkugeln. Hier. So, Eukalyptus Wood. 43 Stück. Wir haben einmal mit der Axt zugeschlagen. Das ist cool. Und wir können die sogar noch ein bisschen modifizieren, wenn wir wollen. Aber ganz ehrlich, das wäre dann doch ein bisschen übertrieben, glaube ich. Hier im Coal Generator haben wir noch. Kann ich da auch. Ey, hier geht auch Holz. Mega. Ich kann ja auch Holz verfeuern. So, wir warten jetzt nochmal auf die Nacht, dass die über uns hereinbricht. Lachst. Vielleicht kriegen wir noch einen Enderman. Das würde mich sehr freuen. Und ich muss mal gerade gucken. Ich habe mir irgendwo Notizen gemacht. Nee. Genau. Wie groß ich meine Quarry anlegen will. Da kommt ein kleiner Zombie angekleckert, beziehungsweise zwei sogar. Die holen wir uns mal gerade. Überhaupt gar kein Problem. Sehen wir irgendwo einen Enderman?
Ich sehe keinen. Die Spawnrate an sich ist halt auch relativ niedrig. Aber nichtsdestotrotz sollten wir hin und wieder doch einen zu Gesicht bekommen. Ist rechts von mir was? Ne, da sieht alles sicher aus. Jede Menge Skelette, die hasse ich am meisten. Da ist noch mal ein Herr Zombie-Mann. So, das soll so okay sein. Haben wir hier noch was? Hallo? Du hast mir noch gefehlt. Oh, der hat mich fast gekillt. Was soll denn der Mist? Ah, ich weiß auch warum. Weil ich ein Schlauprofessor bin, habe ich natürlich meine Rüstung nicht angelegt. Wir beobachten still und leise die Umgebung. Und hier bei den Bienen sollten wir jetzt auch nicht unbedingt abhängen. Und ich sehe einen Enderman. So, neue Strategie. Oh ja. Oh ja. Wir haben eine Enderperle. Strategie, sagt er. So, Enderperle haben wir uns noch gesichert. Schön. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Quarry aufzubauen. Das wird fantastisch. So, Quarry, beziehungsweise Builder Block. Builder. Da haben wir doch. Bilder. Und den pflanzen wir gleich hier. Ach komm, ich packe ihn ganz rein. So, ich packe ihn ganz rein. So, dann nehmen wir unsere Shape Card zu Hilfe. So, und wir hätten gerne ein Bottom Dome Sphere Zylinder Solid. Und der soll bitte sein 47 mal 47 und das Ganze bitte 100 hoch und ein Offset von, sagen wir mal, minus 40. So. Das schmeißen wir alles weg, außer. Ach komm, wir schmeißen alles weg. Und dann ist das Ding fertig.
Und wir machen mal den Rettungsring an. Und dann sehen wir, okay. Das ist das Gebiet, das wir da abfrühstücken. Den Rettungsring machen wir wieder aus. Okay, er macht ihn auch weg. Das ist gut. Holen die Shapecard jetzt nochmal raus. Und ändern den Offset auf. Jetzt lass mich überlegen. Hälfte von 47 sind 23. 24. Minus 24. Also ich hoffe, dass das richtig ist. Also müssen wir es plus 24 machen. Man muss halt immer so ein bisschen rumprobieren, wie das Ganze funktioniert. Offset 24, jawohl. Und wir können es nicht mehr sehen. Jetzt mache ich das Ganze nochmal aus. Hacke den weg. Und dann geht die Quarry genau hier los. Okay. Jetzt müssen wir noch gucken, wie hoch ist das Ganze und guckt das irgendwo auf der anderen Seite blöd raus. Das wäre doof. So, das Ding ist ja jetzt nun mal an. Können wir auf der Map irgendwo was Grünes erkennen? Irgendwie nicht so. Ist das eigentlich für uns ein Zeichen, dass das Ganze recht gut funktionieren könnte? Gucken mal, ob da oben was rausragt. Nö. So, wir werden auf der anderen Seite auf jeden Fall noch Open Area haben. Das ist dieses Mal gewollt. Ich will dieses Mal tatsächlich ein bisschen Sonnenlicht auch in meiner Basis haben. Was ja beim letzten Mal so gar nicht der Fall war. Den stellen wir jetzt daneben. Der kann hier nochmal ein bisschen Holz bekommen. Und dann brauchen wir noch eine Kiste, die oben drauf kommt. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. 1, 2, 3, 4. So. Eine Eichenkiste, die muss oben drauf. Zack. Dann können wir den Rettungsring auch wieder ausschalten. Hier kommt halt sehr, sehr wenig Energie nur an. Aber das ist auch nicht so ganz schlimm. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Hebel. Stickies. Einmal. Zweimal. Ein Hebel. So, normale Quarry Clearing. Das füllt sich langsam. Hier schmeißen wir natürlich jetzt erstmal dieses Holz rein. Not enough power, aber er macht pro Sekunde einen Block weg. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwie Items bewegen kann. Item. Gibt es da vielleicht eine Pipe für? Item Transport Pipe. Aus Stone. Das ist Projekt Red. Könnten einfach mal versuchen, ob das geht. Weil dann kann sich das nämlich selber versorgen. Glass Pane kriegen wir hin. Indem wir hier ein bisschen Glas mitnehmen. Oh, genau. Und das bauen wir oben auf den Dingens drauf. Überhaupt kein Problem. Machen wir sehr gerne. Und dann braten wir uns doch mal einen Storch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir ein bisschen mehr. Oh, Glasscherben. Und hier sind die ersten Sachen drin. Appetit aus Forestry. Guten Appetit.
das in den Müll und das in den Müll und die Glasscherben, ganz ehrlich, auch in den Müll. So, Item Transport Pipe, da. Gucken einfach mal, wie die funktionieren, weil ich definitiv weiß. Okay, Transfer Pipe Filter. Wie heißt die Mod? Die heißt Project Red. Project Red. So. Block Placer Item Importer. Und wie heißen die ganzen Pipes, die wir hier haben? Junction Pipe, Transport Pipe. Das sind die ganzen Kabel. Request Pipe. Resistance Tube. Ich habe keine Ahnung. Item Importer. Wie baue ich das? Cobblestone, Piston, Redstone. Oh, hallo, wir kriegen Besuch. Guten Tag. Ich wollte auch schon sagen. Wir kriegen hier auch ein bisschen Slate. Gucken mal, vielleicht können wir noch was anderes machen. Transport. Transposer, Item Transport Pipe. Conduit. So, Item Conduit ist natürlich eine Sache, die wir so noch nicht machen können. Gibt es einen Extractor? Extractor. Nichts, was wir auf die Schnelle machen. Item Extractor. Item Pipe. Carminate Play. Ich habe keine Ahnung. Die große Preisfrage ist, wie versorgen wir das dauerhaft mit Strom? Das ist eine gute Frage. Und da ist ein Gegner hinter der Wand. Wie kann das denn sein? Gut, aber ich würde sagen, wir sind jetzt mal hier am Ende dieser Aufnahme angelangt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und ciao.